Du, Andreas, in uns. Hallo, ich bin Andreas. Und ich bin Antonia. Du, Andreas, wir haben ja Feedback von unseren Kunden erhalten, dass in Teams bestimmte Kanäle auch nur für bestimmte Personenkreise zugänglich sein sollen. Und haben wir da jetzt schon sowas? Ja, das gibt's. Nennt sich Private Channels. Cool. Und nutzt du das auch? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir im Marketing solche Videoprojekte haben wie dieses hier, dann arbeiten wir ja meistens mit mehreren Agenturen zusammen und dann haben wir die alle in einem Team drin. Aber vielleicht sollen nicht alle Mitglieder alle Informationen sehen und da kann ich mit Private Channels arbeiten. Soll ich dir das mal zeigen? Ja, total gerne. Gut. Hier haben wir unser Team, Videoproduktion Teams. Und dann schauen wir uns mal an, welche Leute da so alles drin sind. Also wenn ich auf Team verwalten gehe, dann sehe ich hier die Mitglieder. Wir zwei sind Besitzer und dann gibt es hier noch ein paar Mitglieder mehr. Und da sehen wir auch schon, da sind Kollegen drin von der Produktionsagentur, von der Kreativagentur, die vielleicht nicht alle Informationen sehen sollen. Insofern lege ich in meinem Team jetzt einfach einen neuen Kanal an, über Kanal hinzufügen. So, den Kanal nenne ich jetzt mal Admin. Und hier kann ich jetzt bei Datenschutz festlegen, dass in diesem Kanal nicht alle Zugriff haben sollen, sondern nur bestimmte Personen aus diesem Teams. Einmal auf Weiter. Und dann kann ich hier die Mitglieder aussuchen, die auf diesen Kanal Zugriff haben sollen. Dann nehmen wir dich jetzt mal. Die Caro soll auch darauf Zugriff haben, aber die beiden Kollegen und Kolleginnen aus den Agenturen eben nicht. So, einmal hinzufügen. Fertig. Und dann habe ich hier meinen Kanal Admin und man sieht schon hier hinten an dem kleinen Schloss, das ist ein privater Kanal, da haben nicht alle Zugriff drauf. Und da kann ich jetzt zum Beispiel Kostenvoranschläge oder Kostenkalkulationen ablegen, wo ich sage, das sollen die Agenturen nicht unbedingt sehen, das brauchen nur wir hier intern. Also es ist wirklich praktisch und es geht ja auch absolut schnell. Genau, wunderbar. Weitere Funktionen gibt es in den anderen Videos.